Willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wie man schon im Titel dieses Videos erkennen kann, geht es um GTA Challenges. Hier ist euer Alexander Pfister von Alexander Pfister Show und wir haben heute einen Gast, den Andreas. Wir werden zukünftige Challenges durchführen. Gleich mal am Anfang möchte ich zwei wunderbare Menschen grüßen. Es gehen liebe Grüße an Rico und Lana. Ihr seid ein wunderbares Paar und bleibt wie ihr seid. Wir machen jetzt einfach nur ein Rennen mit einem Pando auf Mount Chiliad. Viel Spaß dabei. Auf die Plätze, fertig, los. So, bin ich mal gespannt, wer gewinnt. Alter. Ich habe gar keinen Weg von, Alter. Nicht? Nee. Oh, ich bin so. Jetzt habe ich. So. Was für eine... Das gibt's doch nicht. Und oh Scheiße, ich... Da komm ich nicht durch. Und ich bin ein Pool geflogen fast. Ich steck fest. Lektion gelernt, oder? So. Ey, du hast Kraft Offroad. Das stimmt auch wieder. So. Das hier ist ein Offroad-Ding. Bedeutet, kann alles passieren. Ich habe Angst, dass das Auto so zerstört ist, dass wir nicht mehr hochkommen. Aber das werden wir schon hinbekommen, oder? Ich denke schon. So, ich bin wieder bin auf der Straße. Nur dich. Und fahre falsch rum, geil. Oh, ich bin dir nachgefahren, ich Depp. So, dann haben wir ja das schon mal. Noch 8 Kilometer, das wird eine lange Fahrt. Aber die werde ich für mich entscheiden. Der erste Punkt in dieser langen Rivalität. So. Ach, bist du noch hinter mir, okay? Ich habe gedacht, du bist jetzt vor mir. So. Fährst du Ego oder normal? Ich fahr normal und du? Ich auch. Gut. Scheiße, hab einen Unfall gebaut, einen leichten. Ich auch. Aber das war jetzt nicht so viel Zeit, die mir weggeblieben ist. Seid mir bitte nicht böse, dass ich gerade ein bisschen unverständlich rede. Das ist mein erstes Mal, dass ich jetzt was aufnehme mit Sprache. Aber das wird schon normal sein für euch, das versteht ihr bestimmt. So, wie viele Kilometer hast du noch? 7,2. Ich 5,90. Hast du auch alles getuned? Ich glaube schon, ich bin falsch gefahren. Achso. So, und schön abgebogen. So. Nein! Nein, 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 ich bin im Wasser! Scheiße! Mein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Kann man das. Nee, kann man das anliefern lassen? Ja, ruf bei der Versicherung an, lass es reparieren und dann rufst du mich an gern. Scheiße, 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 wo ist. Bei Mary Matter, oder? Genau. Weather representatives are currently busy. Please call back. Ja, kann ich nicht anrufen, das kann nicht wahr sein. Was? Kannst du immer anrufen? Pegasus, oder? Nein. Hey, hör auf. Ich bin gleich tot. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you?
Was ist eine Sandrep und eine Johnny? Thank you, sir. Your beautiful watercraft is now ready for you at our nearest harbor. Ein Boot. Muss Murti anrufen. Ach stimmt, ich habe erst das falsch, genau, erst Morse Mutter. Hallo, this is Morse genau. Mutual Insurance. Pando, hab ne. I can do that. Und jetzt nochmal Morse Mutal anrufen. Mechaniker. Kann schon mal losfahren. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? Aye, I'll get back to work. Hey, wie blöd ist denn der? So. Morse Mutual. We're here. With Morse, ich will it's mutual. Einfach gar nichts check. So habe ich mir meine erste Aufnahme echt vorgestellt. So, Meriwether. Meriwether is experiencing unusually high call volume. Wenn ich mich, ich rufe Mechaniker an, aber der sagt mir nur drei Werkstätte. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Ah, okay. Okay, das war die... I'll bring it to you. Okay. I'll get back to it then. Wettgebracht. Ich lasse dir auch einen kleinen Vorsprung, oder? Das ist nämlich mehr als fair dann. Kann schon mal losfahren, ich hab's. Okay? Das hat mir jetzt richtig Geld gekostet, aber es ist halt eben so. Jetzt wird es richtig ein Spaß, immer und chillt richtig hochzufahren. Bist du noch da, oder? Ja. Ja. Gut. Man hat dich gerade schlecht verstanden. Welches Headset hast du dir geholt? Boah, keine Ahnung, wie das heißt. Müsste man haben. Ja, ich hole mir auch auf jeden Fall ein neues heute noch. Kaufe mir eins über Amazon und dann geht's schon besser. Weil das ist jetzt einfach nur zur Not genommen, dieses PlayStation Headset. Jetzt beginnt der Spaß. Komm, so. Ich komm berg nicht hoch. Jetzt. So. Jetzt geht's mal endlich wieder weiter. Ach scheiße, solche Sachen, was mir gerade aufgefallen ist. Ich hab mein Radio noch an. Scheiß drauf. Wird schon nicht gelöscht werden, hofft man mal nicht. Ich komm berg nicht hoch.
So. Jetzt geht's wieder perfekt. Ah, du hast richtig weiten Vorsprung, verdammt. Gut, ich komme wieder leicht hoch. Na, wo bleibst du denn? Jetzt wartet er schon auf mich. Aber wegen Trollen hier. So. Er muss schon fair bleiben. Ich hab dich wieder vorgelassen und du bist gerade den Berg runter gefallen, oder? Ja. Sind dann nur 600 Meter bis zum Ziel, das ist gleich vorbei. Nein! Boah, Glück gehabt. Oh, das ist risikovoll. Risikoreich. Jetzt nichts überhasten. Überholen, überholen. Fällst du gerade runter oder? Nö, geht. Dann fahr ich mal ins Ziel. Ach, scheiße. So, das war GTA Challenges, das erste. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert und abonniert mich. Ciao!